Ja, hallo zusammen zu einer neuen Folge. Und heute geht es um ein Thema, was die letzten Tage, Wochen immer mal wieder herumgeistert. Und zwar geht es um das Thema Ladesäulen an Tankstellen. Man konnte schon fast die Uhr nachstellen. Ein Ölmulti nach dem anderen hat im Wochentakt oder im Dreitagestakt oder wie auch immer, in welchem Takt, eine neue Verlautbarung von sich gegeben. Und zwar, ich weiß gar nicht, wer angefangen hat, ich glaube BP, war es BP oder Shell? Shell, glaube ich, war es, dass sie darüber nachdenken, an ihren Tankstellen Ladesäulen zu installieren. Darum soll es jetzt heute mal gehen. Prinzipiell spricht erst einmal nichts dagegen. Je mehr Ladesäulen wir haben, desto besser. Das ist schon mal klar. Die Frage ist jetzt nur tatsächlich, machen jetzt Ladesäulen an Tankstellen wirklich Sinn? Ja, zuerst mal zu den Fakten. Also wie gesagt, ich glaube, Shell waren die Ersten, die damit angefangen haben, das auf den Tisch zu bringen. Die haben gesagt, okay, wir überlegen jetzt an, natürlich nicht an jeder Tankstelle, aber halt eben an ausgewählten Tankstellen, sofern es wirtschaftlich ist, Ladesäulen zu installieren, Schnellladesäulen zu installieren. Und ich glaube, da liegt auch schon der Hund begraben, ne? Also das mit diesem wirtschaftlich sein. Und das ist eben so ein Problem, ne? Wir haben im Moment so ein Henne-Ei-Problem, das heißt, die Leute kaufen, eine der Kriterien, warum die Leute kein Elektroauto kaufen, ist, dass es angeblich zu wenig Ladesäulen gibt. Wenn ihr meine Roadtrip-Videos anschaut, dann werdet ihr sehen, das stimmt so nicht. Es gibt vielleicht, ich sage jetzt einmal, noch nicht an jedem Punkt, wo man es verkehrsmäßig günstig gerne haben möchte, eine Ladesäule. Aber Ladesäulen sind übers Land gut verteilt. Also da gibt es, sage ich jetzt mal, kein Problem. Sogar ein Großteil davon ist kostenlos. Das wird sich sicherlich auch irgendwann ändern. Aber so jetzt die Aussage stehen zu lassen, wir haben zu wenig Ladesäulen im Moment für die Anzahl der Fahrzeuge, die es gibt, selbst wenn jetzt da noch mehr dazu kämen, die Anzahl der Ladesäulen eigentlich ausreichend, würde ich mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Es gibt den einen oder anderen Hotspot, wo es natürlich mehr Ladesäulen geben müsste, also in den großen Städten zum Beispiel. Nürnberg hat zwar jetzt ein paar nachgezogen, aber da, wo sie gebraucht werden, da sind sie dann halt eben doch nicht in der Innenstadt oder so. Da ist also auch wenig an Ladesäulen da. Oder halt so teuer, dass es keiner macht. Was ich allerdings zustimme, ist, dass Ladesäulen noch nicht überall hundertprozentig dastehen, wo sie verkehrsgünstig stehen sollten. Ich habe das in meiner Fernfahrt über 1000 Kilometer dann gesehen. Da, wo an der Autobahn Raststätten, wo Ladesäulen waren, das ging wunderbar. Also da muss man nur mal kurz abfahren, da stellt man sich hin, kann dann vielleicht was essen, sich die Beine vertreten und kann wieder zügig weiterfahren. Ist die Ladesäule vielleicht 1-2 Kilometer weg von der Autobahn, geht es auch noch, aber manchmal musste man dann schon mal in die Stadt reinfahren, was dann wieder mal 10, 15, 20 Kilometer Umweg hat, also 10 Kilometer einfach, 10 Kilometer wieder zurück. Und das ist natürlich
nicht optimal, das ist klar. Ne? Da gibt es allerdings im Moment eben den Ausbau der Tank- und Raststellen und da werde ich auch mal irgendwann ein Video drüber drehen, über die Tank- und Rastladeverbund. Und also da gibt es schon genügend Ladesäulen in Süddeutschland. Norddeutschland wird jetzt momentan erschlossen. Also da sind sie momentan dabei, das nach, weiter nach Norden auszubauen. Und da soll das Ziel soll sein, an allen Tank- und Rasthöfen soll eine Ladesäule hin, eine Schnellladesäule. Schnellladesäule bedeutet also, dass die mindestens 50 Kilowatt kann und die meisten, die jetzt verbaut sind, haben halt eben 43 kW Wechselstromlader, einen Shademo und einen CCS-Anschluss jeweils für 50 kW Ladeleistung. Sogenannte Triple Charger. Und die gilt es halt eben zu installieren, deutschlandweit. Da werden jetzt gerade eben einige aufgebaut. Ein Teil davon ist kostenlos, ein Teil davon ist zu einigermaßen, sag ich jetzt mal, okay Konditionen verfügbar. Leider halt eben zu Zeittarifen, nicht zur Kilowattstundenabrechnung. Aber das wird sich dann hoffentlich dann auch mal ändern. Denn wenn die Leute einfordern, dass sie Kilowattstundenabrechnung haben wollen, dann werden die Betreiber dann auch umschwenken müssen. Weil die Zeitabrechnung ist einfach in jeder Hinsicht ungerecht. Ja. Also das sollte natürlich ausgebaut sein. Und ansonsten sehe ich da im Moment halt eben nicht so das Problem, ein Elektroauto zu haben. Ja, um zurückzukommen auf die Tankstellen. Natürlich ist bei den Tank- und Rastplätzen immer eine Tankstelle mit dabei. Und da macht es auch Sinn, dass an einer Tankstelle eine Ladesäule ist, denn diese Ladesäulen, also für diesen Typus von Ladesäulen, ist es eben, sage ich jetzt mal typisch, dass man an der Ladesäule bleibt und wartet, um eben weiterzufahren. Da macht es Sinn, an einer Tankstelle eine Ladesäule zu haben. In Städten als Destination Charging macht es meiner Meinung nach gar keinen Sinn. Sicher ja, man könnte das Zusatzangebot nutzen, aber ich denke, die hauptsächliche Nutzung, für die dann auch Sinn macht für den Tankstellenbetreiber, die sehe ich eigentlich nur auf Fernstraßen, halt entlang von Autobahnen oder entlang von Bundesstraßen, die gut ausgebaut sind. Ansonsten in den Städten selber macht es meiner Meinung nach keinen Sinn, dass an der Tankstelle eine Ladesäule ist. Also zumindest kein Schnelllader. Wenn da natürlich ein, sag jetzt mal, ein Normallader mit 22 kW da wäre, das wäre natürlich okay. Aber so eine Schnellladesäule meiner Meinung nach in der Stadt ist jetzt nicht indiziert. Ne? Jo. Das Problem, was die ganzen Tankstellenanbieter haben, es hat dann total nachgezogen. Die wollen es auf alle Fälle in Frankreich aufbauen. Ich glaube, irgendwas von 200 Ladesäulen an Tankstellen. Das finde ich einmal in Ordnung. BP ist noch am Überlegen. Ja, ist gar nicht, wer da noch. Ich glaube, noch ein Vierter hat dann auch noch irgendwas gesagt, dass sie das prüfen. Also wie gesagt, das kam dann irgendwie im Dreitagesrhythmus oder Wochenrhythmus kamen dann da so die Antworten oder die Meldungen, dass wieder ein neuer Tankstellenbetreiber halt eben darüber nachdenkt. Und das Problem ist nur, also wie gesagt, auf den Langstrecken, da macht es Sinn, aber in der Stadt wird das für den Tankstellenbetreiber kein lukratives Geschäft sein. Denn
Das, was man sich halt erhofft, ist dann noch eine Einnahme natürlich über den Verkauf in der Tankstelle und diesen Use Case, dass ich wohin fahre, um dort zu tanken und dann vielleicht noch was Teures in dem Tankshop zu kaufen. Diesen Use Case habe ich als Elektroautofahrer ja nicht. Also zumindest diesen Use Case habe ich allenfalls dann, wenn ich Fernfahrten mache, dann habe ich den Use Case, okay, ich komme an eine Tankstelle hin, an eine Ladesäule hin, ich lade, ich warte, bis es fertig ist und fahre dann weiter. Im tagtäglichen Gebrauch habe ich diesen Use Case nicht. Da lädt das Auto dann steht, ne? Das Auto, wenn ich eh nichts anderes mit dem Auto mache oder was anderes zu tun habe. Also ich zum Beispiel fahre jetzt in die Arbeit, da ist eine Ladesäule vor der Tür und da stelle ich das Auto ab. Und dann wird es geladen. Ich würde jetzt aber nicht extra hinfahren, mich hinstellen, warten, bis das Auto geladen ist und wieder weiterfahren, sondern der Use Case ist, dann, wenn das Auto steht, wird es auch aufgeladen. Und die einzige Abweichung von diesem Use Case haben wir dann, wenn wir eben über die Reichweite des Fahrzeugs hinausfahren. Und für diesen speziellen Use Case würde sich es an einer Tankstelle rentieren. Jo. Das Problem hier dabei ist, dass da halt im Moment noch wenig Autos unterwegs sind und dass sich das wahrscheinlich von der Investition nicht rechnen wird für, sage ich jetzt mal, die nächsten 2 Jahre vielleicht. Dann könnte es so langsam anziehen. Aber ich glaube, das muss mal als Invest getätigt werden. Da müssen die das wohl mal, sage ich jetzt mal, als Investition in die Zukunft sehen und nicht denken, dass man damit einen großen Reibach machen kann, weil das wird nicht funktionieren. Na, und Mondpreise verlangen für den Strom wird auch nicht funktionieren, weil dann geht einfach keiner hin. Na, also ich persönlich sage mir, wenn ich jetzt die Wahl hätte, Autobahn-Ladesäule, wo ich, sage ich jetzt mal, einen unverschämten Preis von 10 Euro zahlen müsste, oder runterfahren, ins nächste Kaff fahren, halt 10 Kilometer Umweg und dort kostenlos laden könnte oder zu einem Preis laden könnte, der die Hälfte nur noch beträgt, weil eine Vollladung zum Beispiel jetzt bei dem beim 22 Kilowattstunden Akku, kann sich jeder ausrechnen, ne, was das kostet, bei 3, 4, 5 Euro, je nach Strompreis. Das mache ich nicht, ne? Also da zahle ich nicht so viel. Gut, Leute, denen es egal ist, machen das vielleicht, aber es gibt Ladesäulen mittlerweile, wo ich jetzt mit meiner Zoe, wenn ich jetzt da vollladen würde, müsste ich 20 Euro zahlen. Und da sage ich, da wird keiner hingehen. Also ich kenne jetzt keinen, der an so eine Ladesäule hingeht und sagt, ja, ich will Geld ausgeben und fahre nicht 10 Kilometer weiter und kann kostenlos laden. Also gut, sicherlich, wie gesagt, die kostenlosen Ladesäulen werden nach und nach verschwinden, aber es wird sich sehr um den Preis auch regulieren und dass da, sage ich jetzt mal, ein Reibach damit zu machen sein wird, das glaube ich jetzt nicht. Ne? Ja. Also da setzen die halt eben auf das Nebengeschäft, dass man also mit dem, was man im Shop verkauft, dann eben über die Runden kommt. By the way, die Tankstellenpächter verdienen an dem Liter Dinosaurierflüssigkeit da eh nichts. Ne? Also das sind Centbeträge. Also das ist, wenn der, glaube ich, an einer Tankfüllung 50 Cent verdient, ist viel. Ne? Und dafür lohnt sich das natürlich nicht. Aber der verdient halt an seinem Shop, den er da hat, ne? Und seinen Verkäufen im Shop. Und ganz klar. Ne? Und ob sich das halt dann rentieren wird, wenn da eine Ladesäule ist, eine Ladesäule für Elektroautos,
In der Stadt wage ich das zu bezweifeln. Ne? Also wie gesagt, das mag funktionieren über Land, aber das funktioniert nicht in der Stadt. Ne? Ja, weil wir gerade beim Thema Tankstellen sind, wir fahren gerade da vorbei an einer ehemaligen Tankstelle. Hier linker Hand, wo der Marktkauf jetzt ist, war auch mal vom Marktkauf eine Tankstelle. Die haben sie schon vor Jahren aufgelöst. Und rechter Hand sieht man noch das Acip-Schild, aber die ist gerade am Dekommissionieren. Das heißt, die wird abgebaut, so wie ich das sehe. Also da waren schon die Tank, die für die Zapfsäulen zuständig waren schon da, die abbauen. Und jetzt ist das normale Abbruchunternehmen da und reißt also die Tankstelle ein. Ich weiß nicht, ob da noch was herkommt. Ich vermute aber mal nicht, weil Tankstellen werden heutzutage nur noch dann gebaut, wenn irgendwo eine andere aufgelöst wird. Also neue hinzu, die Anzahl der Tankstellen in Deutschland, die ist ständig am Fallen. Ja, wie ist eure Meinung dazu? Ladesäule an einer Tankstelle, also wenn es weit genug weg ist von dem Dinosaurier-Sprit, kann man es meiner Meinung nach machen, so wie bei der Tank und Rast, da ist es am Parkplatz. Ist da, wenn ihr meine Videos anschaut zu den Ladesäulen, da seht ihr öfters meine Tank und Rast und da sieht man, dass es also meistens dann nicht im Tankstellenbereich ist, sondern dass das halt im ganz normalen Parkbereich ist. Da habe ich schon einen gewissen Abstand zur Tankstelle, aber ob ich jetzt wirklich an so einer Tankstelle in der Stadt mein Auto hinstellen möchte, wo es dann so stinkt nach diesen Dinosaurierflüssigkeiten, das weiß ich nicht. Ne? Also ich eher nicht. Ne? Habe schon meine Skrupel, da manchmal hinzufahren und den Luftdruck zu überprüfen, weil einfach ich diese krebserregenden Stoffe nicht einatmen will. Ja, wie ist denn eure Meinung dazu? Kommentare, Wünsche, Anregungen gerne wieder unter diesem Video. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.